Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Lost Horizon. Ja, das war eine ziemlich kurze Folge, die letzte Folge. Ich habe da irgendwie falsch auf meinen Timer geguckt. Jetzt sind wir also in der Wewelsburg angekommen und können leider nicht in die Burg, weil sie militärisches Sperrgebiet geworden ist. Jetzt gucken wir uns hier aber erstmal um. Die Wewelsburg hat zwar einen eigenen Bahnhof, doch leider dürfen Besucher die Burg nicht mehr besichtigen. Dieses touristische Konzept bedarf dringend einer Überarbeitung. Ja, definitiv. Im Gebäude wird renoviert, deshalb muss man bei diesem Mistwetter im Freien auf dem Bahnsteig warten. Es kommt mal wieder alles zusammen. Ja, das ist wie die Deutsche Bundesbahn. Fragt mich nicht, was habe ich denn? Ach, das Drachenauge. Das Drachenauge. Mit Hilfe dieses Artefakts gelangt man angeblich an den zweiten Portalschlüssel für die Pforte nach Shambhala. Hm. Das Versteck offenbart sich, wenn man die Karte des Pyrenees durch den Edelstein des Drachenauges betrachtet. Das wissen wir eigentlich. Mein Guter, jetzt gehen wir mal hier diese Axt angucken. Eine Axt. Nimm sie mit. Es dürfte dem Bahnsteigwärter nicht gefallen, wenn ich die Brandschutzausrüstung des Bahnhofs entferne. Hm. Muss ich den dann loskriegen? Im Moment kann er mir nicht weiterhelfen. Okay. Bonbonautomat, auch nicht schlecht. Aus diesem Automaten kommen Brausebonbons mit Fruchtgeschmack, wenn man ein Geldstück hineinsteckt. Was wir natürlich nicht haben, Fenton ist ja notorisch pleite. Ich brauche ein Geldstück. Okay, so, Bahnhofsgebäude, jetzt gucken wir uns hier erstmal um. Da ist die Infotafel. Hier stehen einige Fakten zur Geschichte des Ortes und der Wewelsburg. Demnach wurde die Burganlage bereits im 11. Jahrhundert erwähnt. Der Text geht auch auf die vielen Um- und Ausbauten, sowie Besitzerwechsel ein. Oh, wie langweilig. Moment mal, das hier könnte interessant sein. Der Berg unterhalb der Burganlage wird von einem alten Stollensystem durchzogen. Ah. Dort wurde ab dem 18. Jahrhundert Erz abgebaut. In Belagerungszeiten sollen die Gänge des Bergwerks den Burgherren als Versteck oder Fluchtweg gedient haben. Unser Zugang. Vor dem Weltkrieg hat man den Stollen jedoch stillgelegt. Okay. Das heißt also, dass es eine Verbindung zwischen dem Bergwerk und der Burg gegeben hat und vielleicht immer noch gibt. Mit Sicherheit. So, und da werden wir die Axt brauchen, weil ich denke mal, dass das abgesperrt ist. Also müssen wir diesen Bahnhofswärter irgendwie weglocken. Ja, jetzt gucken wir uns erstmal weiter um hier. Infotafel, Bahnhofsgebäude, Regentonne. Wenn der Regen nicht nachlässt, wird das Fass bald überlaufen. Ach was. Guck mal rein, ob was drin ist. Vielleicht ein Geldstück? So, jetzt sind meine Hände wieder schön sauber. Ach, Fenton. Okay. Tor, Dresine, Seil. Seil ist immer gut. Das nehmen wir mit. Dieses Seil verhindert, dass die Dresine auf die Hauptstrecke rollt. Damit können wir den weglocken, vermute ich mal, oder? Nimm mal das Seil das mit. Das überaus robuste Seil ist so straff gespannt, dass ich die Knoten an den Enden nicht lösen kann. Also brauche ich die Axt dazu. Ah, Kette. Unmöglich, die Kette mit den Händen zu entfernen. Ich brauche die Axt. Keine Ahnung, was sich hinter diesem alten Tor befindet. Vielleicht ein Schuppen oder eine Garage? Laterne? Nimmst du die wenigstens mit? Sie ist fest an den Waggon geschraubt. Ach Gott. Eine der beiden Zugschlusslaternen ist noch vorhanden. Okay, alter Waggon. Ein alter Waggon, der auf dem Abstellgleis steht. Okay, also Bahnhofsgebäude. Jetzt gucken wir mal. Tor, Dresin, da ist noch was, Schild. Das ist ein alter Stollen. Eine dicke Moosschicht überwuchert das Schild. Dann mach die doch mal weg. Das ich versuche mal das Moos abzukratzen. Ja, wir können uns ja wieder waschen. Das ist das ein Bergwerk. Das Moos unter den Fingernägeln bekomme ich bestimmt nie wieder weg. Aber ich hab's geschafft. Genau, das ist ein alter Bergwerkstollen. Zwei gekreuzte Werkzeuge, ein Hammer und eine Spitzhacke. Allem Anschein nach das Symbol für ein Bergwerk. Also da müssen wir rein. Aber wir brauchen die Axt. Wir brauchen die Axt. Das machen wir erstmal die Hände sauber. Genau. Wie kriege ich den da weg? Machst du sauber? Genau. So, jetzt sind meine Hände wieder schön sauber. So, dann gucken wir nochmal. Da oben ist noch was. Drahtseil. Können wir denn das mitnehmen? Hier hängt ein dünnes Drahtseil. Ein dünnes Drahtseil, das musst du doch nehmen können, mein Guter, oder? Ich nehme es mit. Na, wunderbar. Okay, so, dann haben wir ein dünnes Drahtseil. Was können wir denn damit machen? Da gucken wir schon mal. Hier was dran machen? Mit dem Draht müsste man das Hanfseil eigentlich durchschneiden können. Ja, super. Dann rollt die Dresine auf die Gleise und ich bin den Bahnsteigwärter für ein Weilchen los. Ja, wunderbar. Anschließend kann ich mich in aller Ruhe um den Eingang zum Bergwerk kümmern. Also los. Gut. Hehe. Tschüss. Na, jetzt musst du rennen, ne? Stopp! Und hüpfen. Spring, 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 spring. So.
ganz schnell die Axt nehmen? Nimm die Axt, mein Guter. Wo kein Richter, da kein Henker. Genau, so. Jetzt gucken wir uns das Wegkreuz noch kurz an. Wir haben nämlich noch gar nicht alles angeguckt, deswegen gehen wir jetzt noch nicht weg. Das Wegkreuz ist aus Stein und schon ziemlich verwittert. Auf den Sockel hat jemand brennende Kerzen gestellt. Ja, das ist gerne so. So, dann nehmen wir jetzt mal die Axt und hauen hier auf dieses... Na, okay. Brauchen wir das? Geldstück haben wir keins. Ist da noch irgendwas? Bahnhofsgebäude, lass mich das erst in aller Seelenruhe angucken. Gut, okay, dann nehmen wir jetzt die Axt und versuchen mal, die Kette hier aufzuschlagen. Ne, warte mal, Fenton. Erst die Lampe, wir brauchen die Lampe. Genau, erstmal die Lampe. Die sollte man in jedem Fall haben, in dem Bergwerk wird es dunkel sein. Es ist herrlich, sich mal wieder der angestauten Aggressionen zu entledigen. Dann hau drauf, mein Freund, hau drauf. Juhu! Wuff, okay. Dann haben wir das, alter Waggon. So, brauchen wir jetzt was? Bonbonautomat. Brauchen wir irgendwas von diesen Bonbonautomaten? Das ist mal eine gute Frage, ich glaube nicht. Dann versuchen wir jetzt mal hier die Kette zu machen, aufzukriegen. Komm her, Finden, auf. Ein gezielter, kräftiger Hieb sollte bei der rostigen Kette reichen. Yeah, okay. Kann ich jetzt schon rein? Da drinnen ist es stockfinster und ich bin kein Grottenolm, der sich in totaler Dunkelheit orientieren kann. Ja. Ohne ein vor Zugluft geschütztes Licht wage ich mich dort nicht hinein. Okay, dann müssen wir jetzt die Laterne hier anzünden an den Kerzen. Nee, gar nicht mal. Wie kriege ich denn jetzt die Lampe an? Das wäre ja jetzt zu schön gewesen. Dann nehmen wir doch eine Kerze. Genau, wir nehmen eine Kerze. Und damit können wir dann die Lampe anzünden. Es wird sicher niemand etwas dagegen haben, wenn ich eine der Kerzen mitnehme. Nee, bestimmt nicht. Gut, dann kann ich mit der brennenden Kerze hier was machen? Bonbonautomat. Brauchen wir diese Bonbons? Gute Frage. Ich stelle die Kerze in die Laterne. Dann ist sie vor Wind geschützt. Genau. Und dann gehen wir jetzt mal da rein. Licht haben wir ja. Ich hoffe sehr, dass wir nichts mit diesem Bonbonautomat tun müssen, weil Geld haben wir keins. Ich hoffe, dass der einfach bloß... Oh je, diese Bergwerksstollen bilden ja ein richtiges Labyrinth aus dunklen Gängen. Aber mir bleibt keine Wahl. Wenn ich den Eingang zur Wewelsburg finden will, muss ich mich wohl oder übel in diesen Irrgarten wagen. Na wunderbar. Und außerdem sollte ich darauf achten, dass ich hier in der Finsternis nichts Brauchbares übersehe. Oh, gut. Eingang, da lang. Da ist eine Leiter. Stein. Mal her. Oh, das kann heiter werden, Leute. Oh, Mann. Also gut, dann geht's da lang. Oh, das kann heiter werden. Nichts übersehen, ja, das ist wichtig. Okay, da geht's nicht lang. Oder geht's da lang? Warte mal. Lauf mal weiter. Kannst du da weiter? Ja. Nichts Wichtiges übersehen. Also dann laufen wir da jetzt mal rum, damit wir auch ja nichts Wichtiges übersehen. Okay, also da war jetzt nichts. Dann lauf mal hier weiter, Freundchen. Da geht's nicht weiter. Doch, da geht's auch weiter. Lass uns doch nochmal hier rumlaufen. Oh, oh. Nichts Wichtiges übersehen. Ach du Scheiße. Da. Also ich denke ja, dass da, wo die Schienen laufen, dass das auch der Weg sein müsste. Dann laufen wir da mal lang. Hier waren wir schon. Oder? Nichts Wichtiges übersehen. Ja, das ist eigentlich mein größter Kummer. Wir laufen einfach jetzt mal diese Schienen lang. Da geht's wieder rein. Dann gucken wir erstmal, ob wir hier irgendwas Wichtiges finden. Gut, da geht's nicht weiter. Also wieder zurück. Zu den Schienen. Ja, da was zu übersehen ist, glaube ich, relativ schnell passiert. Oh nein, jetzt gibt's da zwei Wege. I hate it. Vielleicht ist das bloß ein... Oh,
Gott, Kinder. Wo geht's da hin? Hoffentlich bloß in so eine Kaverne. Ja, da ist schon wieder Schluss, genau. Und immer schön mit der Maus suchen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich jeden Klick, den ich mache, auf... Oh, Gott sei Dank hat es da diese Gleise, weil sonst wäre ich endlos verloren. Genau, und ihr habt wahrscheinlich jetzt jeden Klick da auf der Tonspur. Ich werde nachher versuchen, es rauszuschneiden. Jetzt gehen wir erstmal hier rum. Dann gehen wir den Weg wieder zurück. Oh, komm her, so. Genau, wir gehen genau den Weg zurück, den wir gekommen sind. Definitiv. Oh, guck mal, er kann sogar rennen. Der Fenton. Nichts Wichtiges übersehen. Ja. Bislang habe ich nichts Wichtiges übersehen, hoffe ich. Ich hoffe, dass die Kerze nicht ausgeht. Okay. Alles fake hier. Oh Mann. Schön da langlaufen, Fenton. Okay, dann hier lang. Okay, da geht's auch gut. Dann mach mal da rum. Dann folgen wir wieder dem Hauptweg. Oh. Ja, irgendwo muss ein Ausgang sein. Vielleicht ist das einzig Wichtige, was hier zu finden ist. Das ist bei diesen Spielen echt immer das Fiese. Was haben wir hier? Oh. Skelett. Ha! Da ist jemand. Armer tot. Kerl. Hoffentlich ende ich nicht wie er. Hier drin kann man sich hoffnungslos verlaufen. Ja, da ist was dran. Hat denn dieses Skelett irgendwas dabei? Mal gucken, ob wir da was machen können. Mit der Axt? Nein, lass mal das Skelett in Ruhe. Dann lauf du mal hier zurück noch. Ah, Topf, Topf, Topf. Siehst du? Nichts Wichtiges übersehen. Genau. Nimm mal den Topf mit. Hier liegt ein alter, verbeulter Topf. Nimm ihn mal mit. Mal gucken, zu was wir den gebrauchen können. Ah, da ist ein Weg, ein Steinweg. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann lauf du nochmal hier rum. Ist da irgendwas? Schön laufen finden. Okay. Vielleicht hätten wir dazu diese Kugeln gebraucht. Mal, da sind wir auch noch nicht gewesen, oder? Doch, da waren wir schon. Vielleicht hätten wir da diese Kaugummikugeln gebraucht, diese Bonbons, um den Weg zurückzufinden, so wie die Brotsamen. Ich hoffe mal, es geht auch ohne. So. Ich laufe das einfach nochmal zurück, weil ich sicherstellen will, dass wir nichts übersehen. Irgendwo sind wir wieder, müssen wir wieder auf die Hauptschienen kommen. Oh Mann, Fenton. Genau darum, 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 darum. Ja, guter Mann. So. Die Schiene nach. Eingang. Ach du Scheiße. Okay. Gut, dann eben das Ganze nochmal. Dann laufen wir jetzt nur diesen Hauptweg nach. Komm her. Ja, ja, die Brotkrumen, das wäre keine schlechte Idee gewesen. Oder brauchen wir diesen Kaugummiautomaten? Wenn wir jetzt den Topf haben, dann können wir diese Bonbons da reintun. Jetzt gucken wir einfach mal, wo wir da hinkommen, wenn wir hier weiterlaufen. Komm her.
Guck mal, er kann echt rennen, der Fenton. Wow. Komm mal her. So, da sind wir jetzt hier wieder. Mal gucken, wo geht's da lang? Das ist ja jetzt ein anderer Untergrund. Treppe. Hoffentlich führt mich diese Treppe hinauf in die Burg. Ja, das hoffe ich auch. Und ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe. Ich bin in der Burg gelandet. Ja, Zum Glück ist keiner hier. Sieht aus wie eine kleine Schmiedewerkstatt. Also, hier bewahren die Nazis die Ausstellungsstücke aus dem Berliner Museum sicher nicht auf. Nee, aber ich bin allerdings tolles nach finden. Allem, was ich bisher durchgemacht habe, auch nicht davon ausgegangen, dass mir die Karte des Pireis bei meiner Ankunft direkt in die Hände fällt. Es wäre ja auch zu schön gewesen. So, Vorhang. Ein staubiger Vorhang. Kannst du ihn mitnehmen? Ja, nimm ihn mit, komm. Ah, nee. Aufziehen auch. Nussknacker. Ein echter deutscher Nussknacker. Nehmen wir mit, Souvenirs müssen sein. So einen wollte ich schon immer mal ja, haben. Genau. So. Dann haben wir hier einen verdreckten ein Spiegel. Ein verdreckter Spiegel. Nimmst du mit? Ja, Ausrüstung ist immer gut. So. Dann lass uns mal gucken, weiter gucken. Geheimtür. Achso, da sind wir reingekommen, vermute ich mal. Kamin. Im Kamin brennt ein Feuer. Gemütlich. Und kann man nicht mit dem jetzt irgendwas machen? Mit dem Feuer? Hände wärmen? Er ist heiß. Wer hätte das gedacht? Okay. Topf draufstellen? Nein. Ein typischer Nussknacker. Mhm. Mit dem Hebel am Rücken des geschnitzten Männchens öffnet man dessen Mund, legt die Nuss hinein und drückt kräftig zu. Ja, wunderbar. Verdreckter Spiegel? Der Spiegel ist mit einer dicken, fettigen Schmutzschicht überzogen. Man kann nichts darin erkennen. Kann ich dich irgendwie reinigen? Jetzt gucken wir erstmal, ob man da irgendwas kombinieren kann. Nee, hätte mich auch gewundert. Nussknacker. Okay. Mit dem Topf noch irgendwas machen? Nee, würde mich auch wundern. Okay, dann gucken wir mal weiter. Handbohrer. Mitnehmen. Mitnehmen, Fenton. Handbohrer. Keine Ahnung, zu was man das braucht. Die Kette hier? Nee. Warte mal. Schlot. Durch den Schlot zieht der Rauch aus dem Kamin ab. Okay. Für mich ist aber viel interessanter, dass im Inneren Steigeisen nach oben führen. Ah. Das heißt? Der Schlot fühlt sich warm an. Also es sind zwei Möglichkeiten. Entweder müssen wir das Ding da oben ungemütlich verraucht machen oder wir müssen nachher da hochklettern. Dazu muss allerdings das Feuer aus sein. Nach oben. Jetzt gucken wir mal, ob wir was übersehen haben. Szene untersuchen. Schlot. Handbohrer. Nee. Ein Handbohrer? Ja, kann man den auseinanderbauen? Nein. Den Nussknacker verbrennen? Auch nicht. Haken. Ah, Haken ist immer gut. Her damit. Kannst du ihn wegmachen oder geht's wieder nicht? Er sitzt fest. Wahrscheinlich ein Gewindehaken, der ins Holz geschraubt wurde. Gut, dann versuchen wir das mit dem Handbohrer. Nee, geht nicht. Mit dem Drahtseil? Nein. Mit der Axt? Mit der Axt kann ich den Haken höchstens verbiegen oder abbrechen, aber ihn nicht komplett und unversehrt aus dem Balken ziehen. Okay, mit dem Topf sicherlich auch nicht. Das würde mich sehr wundern. Mit dem Nussknacker? Ja. Genial. Ich klemm den Haken im Mund des Nussknackers ein und kann ihn dann wie mit einer Zange herausdrehen. Perfekt. So, jetzt haben wir diesen Haken. Da gucken wir doch gleich mal, ob wir damit was machen können. Den Nussknacker habe ich weiterhin. Ah, da. Haken, Gewindehaken, Kamin, Schlot. Gut. Dann nochmal schauen. Okay, da sind wir reingekommen. Und dann jetzt gehen wir doch einfach mal nach oben. Also ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann ich so auch flüchten nachher, genau. Wie weit sind Sie mit der Inventarliste? Fast fertig, Herr Hauptsturmführer. Nur die Objekte aus Berlin muss ich noch katalogisieren und mit der Bestandsliste vergleichen. In Ordnung. Wir sollten die Bestandsaufnahme heute unbedingt abschließen. Morgen treffen bereits die letzten Exponate aus Berlin ein. Jawohl, Herr Hauptsturmführer. Okay, ihr Lieben. Da sind... Inventarliste? Wahrscheinlich steht da auch, wo die Karte des Pireis aufbewahrt Vermutlich, wird. Vermutlich, genau. Wenn ich doch nur einen Blick auf seinen Arbeitstisch werfen könnte. Das kriegen wir schon hin, Fenton. Keine Sorge. So, da draußen gewittert's nach wie vor. Ihr Lieben,
Für heute machen wir Schluss. Sind ja schon ganz schön ein Stück weitergekommen. Das mit diesem Bonbon-Automaten beunruhigt mich noch ein bisschen, aber wir werden sehen. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Und bis bald. Ciao!